meine lieben Leute. Ich habe das so oft schon benutzt, aber das ist die Gaming-Landschaft. Und ist okay, weil Sommer ist. Deshalb mache ich auch weniger Gaming-Videos, weil ich Bock auf Sommer habe. Aber für einen Monat ist ein COD kostenlos. Und zwar eins, was ich vor ein paar Wochen gespielt habe, zufälligerweise, wo ich noch im alten Zimmer war. Ich habe da drin Geld ausgegeben. Ich kaufe jetzt 24 Euro im Bundle, nur um so ein Video zu benutzen. Na, nie im Leben. Hab gekauft. Nein, hast du nicht. Doch. Was sagst du dazu? Okay. Stell dir vor, du bist im Straßenverkehr und hörst das. Erstmal so, du Kleiner, warte. Und ich hab diese Szene schon im letzten Video, aber ich muss sie euch nochmal zeigen. Und wir werden den Gehstock nie wieder benutzen. Eine Runde benutzen, dann sagen haha, hihi und dann... Ja, ich habe Geld ausgegeben. Und er hat mit einer Sache nicht recht. Und zwar, dass ich nie wieder benutzen werde. Ich werde es heute benutzen mit diesem Clown, den ich auch irgendwann mal gekauft habe anscheinend. Ich weiß nicht mal wann. Warum sehe ich so viel Geld aus? Verlorener Löwe, ich werde es heute wieder benutzen. Und warum wackelt der Burrito da oben? Oh, ich habe so Hunger. Ich hatte mit dem Stock Spaß. Es klingt so falsch. Ich hole ihn in der Stellung mit dem Gehstock. Ja, hab ihn! Er hat mir auf den Kopf gehauen! Ein Kill! Zwei Kills! Double Kill! Nein, er ist auch! Ich bin hinter McRambo. Hab ihn! Ja! Ja! Beide! Ja, guck mal, wie ernst sie da passiert, glaube ich. Ach, mag ich schon. Schuh, guck dir doch. Guck mal, wie ich komme. Bro! Reaktion. Er sieht mich. Wir können Amis ungetoastetes Toast essen. Das ist so dumm. Dafür toasten die aber irgendwie süße Sachen. Hä? Na egal, Leute. Das Pack hat irgendwie 20 Euro gekostet und es war es nicht wert. Weißt du, was ich mir jetzt angucke? Ich gucke jetzt meine Variante an. Willst du mitkommen? Die du für 24 Euro gekauft hast. Okay, bereit? Hm? Cool. Bro, wie nennt das? Call War zocken. Das war Nuketown 24-7 und gucken, wie schnell wir eine Lobby finden. Weil es gibt ja SBMM in diesem COD und das ist kacke, weil die Lobbysuche lang dauert. Das war in XDefiant so schnell. Guckt euch das an, wie schnell die Lobby in XDefiant voll war. Ich werde es immer wieder sagen. Cold War wäre so ein geiles COD, wenn es kein SBMM hätte. Und es sucht immer noch. Das Game ist übrigens einen ganzen Monat lang kostenlos. Einen ganzen verfluchten Monat lang, beziehungsweise es kostet ein paar Cent, weil man das Alter überprüfen muss, nur in Deutschland. Wieso sagen wollen wir gar nichts falsch machen? Ich habe jetzt eine Lobby gefunden. Gegen Accuracy und Sir Quacksalot. Ich liebe Enten. Die hat man so laut gehört. Ich sag euch wirklich, bis heute, Cold War most underrated. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott, ich hab's. Most underrated COD, wirklich, wenn das ohne SBMM gewesen wäre, die Leute hätten sich die Finger geleckt nach dem COD. Guck mal, ich habe mein Aim nicht verloren, ich bin der Beste. Alter, dreht er sich um, ist das eklig. Digga, wie er raged. Erste Lobby und direkt es... Ah, warum leckt es? Okay, oh Gott. Es leckt wieder, warum leckt es denn? Was ist denn... Das ist so eine gute... Oh mein Gott! Zeig dich. Oh mein Gott, ich bin kurz vor Orbi. Nein! Ah! Ohne Witz, Leute, mir ist gerade so langweilig, was Gaming betrifft. Ich sitze hier wirklich so und ich schicke meinen Freunden sowas aus Langeweile. Autsch. Ja, das mache ich wirklich und ist ein Orbi oben. Jetzt wird erstmal. Ja, ich schick solche dummen Sachen. Ich bin wirklich ein Idiot. Aber ich konnte es gut. Jetzt mal ohne Witz, Leute. Ich glaube, ich starte jetzt einen Contest. Schickt mir mal auf Instagram euren besten Versuch. Merkt euch die Tiere und die Mobs, die ich nachgemacht habe und versucht, die besser zu kopieren und schickt sie mir hinter. Der Beste von euch, das ist cool. Der Beste von euch kommt ins nächste Video. Der beste Versuch wird in meinem nächsten Video abgespielt. Direkt am Anfang. Ich fasse es nicht. Accuracy mit seinen Akimbo-Pistolen. Der Typ hat echt kein Leben. Guck mal, ich habe Accuracy's Leben gerettet. Warum leckt das? Hallo? Nein, Nachladen abbrechen, das ist so gut. Warum wurde es uns weggenommen bei der W2? Guck mal, da seht ihr auch Level 27, Level 21, Level 2, Level 12. Das sind alles neue Accounts, wie geil. Ja, und jetzt wartet mal wieder auf die nächste Lobby. Kennt ihr dieses eine Meme mit GTA-Wartezeiten?
Ja, und das ist Lobby Nummer 2. Alle sind schon Prestige Master und der Typ heißt buchstäblich Crack Geek. Hassan Stomperat Pop Smoke. Nein. Übrigens, Leute, nur mal so am Rande. Ich trage die Brille nicht in Aufnahmen, nur wenn ich schneide, damit man meine Augen noch sieht, weil ich sie sonst immer so wegspiegel. Schütze eure Augen, Bildschirmbrillen, auch Sonnenbrillen, Rucksäcke, alles von Captain Sun. Ist im Summer Sale bis 50% reduziert und mit Haptic 5 kriegt ihr auch noch 5% oben drauf. Checkt gerne den Shop. Muss einen mit dem Gehstock holen, bitte. Einen. Für Basti, der gesagt hat, du wirst ihn eh nie wieder benutzen. Ja. Oh, wer jetzt, Basti? Wer sagt jetzt, ich werde es nie wieder benutzen, Basti? Gehstock Level 11! Der kriegt keinen Turn-On. Der muss mit der Waffe geholt werden. Da ist noch einer, der kriegt einen. Hier unten ist einer. Wo ist er? Da. Let's go, Basti! Hä? Babygiraffe 7047. Genau das habe ich erwartet in den Lobbys. Genau so jemanden. Babygiraffe. Das sind so gute Lobbys. Also wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr gerade zocken wollt, Cold War. Es ist kostenlos. Ihr werdet in den Arsch. Es ist kostenlos. Ihr kriegt Orbis von den Teammates gemacht. Babygiraffe hat das gemacht. Was? Wie kann Komm her. Guck mal, wie die um die Ecke kommen. Was spiele ich hier? Guck mal, der da campt. Ich hol ihn. Ist das eklig. Was sind das für Lobbys? Leute, ich weiß nicht. Ich zock weniger im Gehstock bester Moment. Wie du. Ich wusste hier mein Gehstock wegtun und ihn so holen. Das ging nicht anders. Tot durch Gehstock. Wir nehmen mal mit Mr. Petins Petons B ein. Übrigens, viele von euch haben diese Map wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen, oder? Wer von euch kennt diese Map hier? Ich glaube, das Game wurde so wenig... Er hat mich 6-mal gekillt schon. Nein. Mr. Cheese 5107 kriecht ihm entgegen und versucht ihn so zu kontern. Das kannst du niemandem erzählen. Das passiert gerade nicht. Nein. Ich habe ihn extra sterben lassen. Aber das Game kam wirklich nicht so gut an. Man muss ehrlich sagen, der Hype um Cold War war so schnell weg wie um Vanguard. Und Vanguard sind wir uns alle einig, hat es auch verdient, dass es schnell weg ist. Ja, einige haben bestimmt Spaß gehabt. Aber irgendwie, es tut auch so gut, sich einfach nicht mehr mit COD beschäftigen zu müssen, Leute. Ihr habt bestimmt, ah, da ist einer oben, mitbekommen in letzter Zeit, dass ich kaum noch COD hochlade. Und ich fühle mich so befreit. Es macht so Spaß. Viele sagen auch, sie wollen... Wenn der mich geholt hätte. Sie wollen Real-Life-Videos von mir sehen. Wie viele von euch wollen das haben? Weil ich habe ein paar Real-Life-Szenen in meinem Video eingebaut und einige meinten so, es muss unbedingt mehr davon kommen. Auch Privatleute, also das leckt die ganze Zeit. Freunde haben auch geschrieben so, ja, Jem, mach einfach mal so wieder Comedy-Videos. So auf eine neue Art und Weise. Und das werde ich wahrscheinlich als nächstes machen. Vor allem jetzt im Sommer. Einfach mal ein bisschen mehr Real-Life mit einbringen. Ich bin so tot. Nein! Oh! Behaarter Mensch, Mann! Nährungsmine. Ja. Geh rein da, Teammate. Hä? Warum zündet die nicht? Warum zündet die bei... Guck mal. Wie kann der sich umhören? Was sind das für Lobby? Gegen was spiele ich hier? Was? Hä? Die haben sich beide nicht gekillt, Mr. Cheese und King Mehmet oder so. Ich habe aus Marmord einfach Mehmet gemacht. Leute, ich sage euch ehrlich, seitdem ich mich selbst nicht mehr so ernst nehme mit COD und einfach das mache, worauf ich Bock habe und auch dieses Spiel einfach nicht ernst nehme und einfach meinen Spaß habe, ich habe einfach mehr Spaß an YouTube, mehr Spaß an Videos und das merkt ihr wahrscheinlich. Es geht mir einfach alles am Arsch vorbei. So, ich muss nicht mal spielen und wenn ich spiele, muss ich kein COD spielen und das fühlt sich gut an. Ohne Witz, was spiele ich hier? Und dann kommen so Sweater, ich kann dieses Game nicht mehr ernst nehmen. COD darf man nicht ernst nehmen, Leute, wirklich. Wenn man es nicht ernst nimmt, hat man einfach Spaß dran. Guck, man wartet einfach, man nimmt sich ernst. Er geht mit einer Sense, der Typ ist mit einer Sense reingegangen. Oh mein Gott. Ach, der... Heil. Nein, Spaß! Ich hoffe, euch hat dieses relativ kurze Video gefallen. Falls ihr alles gerne ein Like da lasst, ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, haut rein!